So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Das ist es nun, die Rückseite. Die Rückseite von das brandneue und aktuelle Lego Ninjago Magazin Nummer 94. Das ist es. Perfekte Minifigur dabei. Das dazu. Aber ich kritisiere gerne immer was. Ihr wisst es ja. Dann kann ich auch mal was loben. Und das mache ich jetzt da. Das wird nur einmal gelobt und dann sind wir durch. Dann sehen wir jedes neue Magazin, ob das weiter so geht. Und was, werde ich euch erklären. Also, es ist nicht eingepackt, keine Folie. Das letzte, das Lego Ninjago Magazin Nummer 93, war noch in Folie eingepackt. Ihr kennt das. Ich finde es auf eine Art besser, aber natürlich nicht für die Umwelt. Warum? Mal raus. So. Mal wegtun. So, wenn es nicht eingepackt ist, ihr wisst es, beim Zeitschriftendealer oder in Geschäften, Magazin, jeder guckt sich das an, dann werden die limitierten Karten geknickt. Das dazu. Ich bin immer noch dafür, auf der Innenseite reinkleben. So, was aber viel, viel besser ist an das neue Lego Ninjago Magazin Nummer 94, ist dieses Tütchen. Warum? Jetzt muss ich mal ein bisschen weiter ausholen. Auch wenn das Video heute mal länger wird, ist egal. So, ich muss jetzt ausholen. Die Verpackung. Das ist so ein Gemisch aus Plastik, Folie. Ist es, ihr wisst es, die Umwelt zuliebe, auf keinen Fall was. Dann, ihr seht es, der Druck. Er ist perfekt. Hochglanz. Die Lack, das ist so eine ganz dicke Farbe, die ist da drauf, um das hier drauf, um das so glänzenhaft zu machen, um das so richtig genial zu machen. Deswegen glänzt das so. Es ist auch nichts für die Umwelt. Es braucht im Prinzip nicht. Also, wie gesagt, Folie, Plastiktüte, von innen noch mit Silber ausgeschlagen, wie Alufolie, ihr wisst, was ich meine. Da dazu den ganz teuren Druck. Es ist richtig hochwertige Verpackung, die keiner mehr benutzt. Und sie wird auch richtig teuer hergestellt. Das ist so. Heiß machen, die Töten pressen in der Größe, die Farbe drauf, von innen die Silberbeschichtung. Es kostet alles richtig Geld. Jetzt, wo die Energie teurer wird und seltener. Ich verstehe schon. Hätten sie viel früher machen können. Und jetzt fragt ihr, was denn? Ich zeige es euch. Und hier ist es nun. Ich glaube, eine Weltpremiere. Von Blue Ocean. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich sage es jetzt einfach so. Und hier ist es nun. Das brandneue und aktuelle Lego Ninjago Magazin Nummer 94. So. Den einen oder anderen fällt jetzt was auf. Nicht nur, dass die Folie fehlt und die limitierte Karte ist. Dieses Mini-Polypack. Schaut mal. Es ist nicht ganz durchgedruckt. Es ist so leichte Farbe. Es ist nicht die teure Lackierungsfarbe, sag ich jetzt mal. Und was noch viel besser ist, es ist Papier. Ja, das ist so eine Art Papier. Es ist jetzt etwas dicker. Man muss es vorsichtig abmachen, sonst reißt es ein. Das ist ein Papiertütchen. Blue Ocean, habt ihr gut gemacht. Und ich kritisiere immer wunderbar gerne, also muss ich auch mal was loben. Die Farbe ist perfekt. Der Druck ist nicht ganz sichtbar. Es ist doch vollkommen egal. Wir wissen, was drin ist. Es muss nicht die teure Hochglanz-Politur-Mini-Polypack zu sein. Ich hoffe, ich konnte jetzt was dazu sagen und meine Meinung. Ich finde das gut. Auch so viel Papier ist für die Umwelt nicht gut, die Bäume werden gehackt. Aber ist schon mal viel besser als dieses hier. Muss man so sagen. So, aber nichtsdestotrotz. Jetzt habe ich endlich darüber ausgeredet. Jetzt kommen wir natürlich zu das brandneue und aktuelle Lego Ninjago Magazin Nummer 94. Mit wunderbares, cooles Tütchen und der Inhalt ein perfekter Bösewicht. Freunde, Verwandten, Kollegen,
Hiervon möchte ich sehr viele schwachsinnige Videos machen. Ich kann mir nämlich schon vorstellen, wo ich den Ball packe. Als Armee mal wieder. Aber nichtsdestotrotz, dazu gibt es die limitierte Karte. Die LE4. Der Lego Ninjago Serie 7 Next Level. Cool. Aber jetzt blättern wir natürlich erstmal in das Magazin drin rum und auf der letzten Seite wissen, was nächste Mal ist. Also, richtig gute Figur. Deswegen, schwachsinnige Videos werden bei mir auf meinem Kanal von dieses Magazin kommen. So, und ihr seht jetzt hier, Merchandising, Inhaltsverzeichnis, Rätselspaß, da ist die Figur. Ich freue mich gleich, sie auszupacken. Die ganzen Köpfe. So eine kleine Foto-Film-Geschichte mit Rätselspaß. Rätselspaß, Merchandising. Und dann fängt die Comic-Beilage an. Ihr seht, richtig schön groß, bunt und kitschig, kann man sagen. Jetzt wieder ein anderes Farbformat, aber die Schlangenköpfe, mega cool in Lila. Besitze ich auch nur eine von, aus irgendeinem Set, weil jemand drinne. So, Spiel. Dann haben wir ein Poster, zwei Seiten. Mega cool, das wissen wir. Ist mega cool, die Figur. Ich habe auch übertrieben viele davon. Und, oh, das sind die Bösewichter, aber nur die Augen, so die Gesichtspartie. Muss man natürlich genauer hinschauen, um zu erkennen, wer was ist. Oder wer ist. Bestellen. Comicbeilage geht weiter. Ihr seht, oh, das Bild ist richtig groß. Ja, cool in Gold. Muss man schon lassen. Die Farbkombi, die ist richtig interessant. Muss ich echt lassen. So, dann haben wir hier natürlich jetzt, da ist er in Lila. Habe ich ja so ein Teil mal gebaut gehabt, wo die alle drin sind. So ein Diorama, wisst ihr, was ich meine mit dieser Verpackung? Steht immer noch bei mir so. Der mit Zylinder? Ist auch nicht schlecht. Dann haben wir hier Merchandising, aber im Stil eines Geschichte. Oh, was haben wir hier? Würfelspiel? Zock, zock. Und jetzt kommen wir zur letzten Seite. Wem haben wir nächste Mal drin? Haben wir wieder so einen Golddrachenjäger von Ninjago oder nicht? Geht die Geschichte weiter? Wir hatten ja bis jetzt Rot und Weiß. Es fehlen ja noch zwei. Geht es weiter? Es ist... Nein! Nein, es geht nicht weiter. So, jetzt schau... Jetzt muss ich sagen, diese, die hier auf dem Bild ist, von links, wäre mir verdammt lieber mit den glänzenden Augen und diesen... Er hat da keinen Turban um, sondern so einen goldenen Schlangenkopf. Wäre mir lieber gewesen. Aber... Er ist nächste Mal drin, ich boxen an. Das steht fest. Aber jetzt kommen wir natürlich zu das neue, coole Mini-Polypack aus Papier. Klasse. Kann man sofort einreißen? Bin ich mal gespannt. Sofort. Es geht sofort auf. So, jetzt gucke ich mal. Ist von innen auch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das schon recycelt das Papier ist. Meistens ist recycelt das Papier so leicht graulich. Aber nichtsdestotrotz, gute Idee, gute Verpackung. Klasse. So, jetzt kommt die Figur, auf die ich mich gefreut habe. Mega cool. Gesicht. Den Helm, alleine so, sieht schon witzig aus. Visier vorne dran. Dann sieht das schon so aus. Mega cool. Dann kommen die kleinen Hörner. Die könnt ihr verstellen, wie ihr wollt.
Ich mache sie jetzt mal so, wie das Bild ist. So, ich muss mal eben eine Stange holen, damit ihr meine Finger nicht so seht. So, eine richtig coole Figur. Und ich freue mich darauf, davon eine Armee zu haben. Bin ich ganz ehrlich, davon werden schwachsinnige Videos gemacht. So, dann kommt die Waffe zusammenbauen. Jetzt die Bauer. So. 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 So sieht er komplett aus mit Waffe. Nicht schlecht. Und davon kann ich mir wirklich eine absolute Armee vorstellen. Das ist einfach so. Klasse. Also, ihr schreibt mir natürlich jetzt eure Meinung, eure Kommentare, wie ihr das findet. Die Figur, die ist mega. Ich finde die krass. Klasse. Wie ihr die Figur findet, was ihr davon haltet. Das Video wurde zwar jetzt etwas länger, aber man muss auch mal was loben, wenn was Neues ist. Papiertütchen, wunderbar. Es muss nicht immer dieses Plastik-Kunststoff mit den Hochglanzbildern sein. Es reicht, weil man macht es auf und schmeißt es ewig. Das dazu, klasse Verpackung geworden. Aber nichtsdestotrotz, schreibt ihr mir jetzt alles in die Kommentare über die Figur, wie ihr sie findet und auch wie ihr die neue Verpackung findet. Ich werde natürlich irgendetwas von Lego Ninjago unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Vielleicht von den Großen, da ist er nämlich bei. Ich schaue mal, was ich finde. Wenn der Preis stimmt, wenn der Runtergang ist, verlinke ich euch das. Alles andere schreibt ihr mir jetzt in die Kommentare. Und das Allerwichtigste sowieso, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.